Palim, Palim, herzlich willkommen zum 12. Türchen. Als erstes, wie immer, der Rituals-Kalender. Der hat eine Handlotion drin gehabt und da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und gehofft, dass es mit drin ist. Ja, wie immer kann ich es nicht lesen, weil es so hell und so klein ist, dass ich euch nicht sagen kann, welcher Duft das sein soll. Was ist das? Ritual of Karma steht auf jeden Fall drauf. Und es ist Hydra Boost. Okay. Instant Care Hand Lotion. Ah, Lotion pour les mains. For all skin types. Super. Richtig toll. Mein Mann war dabei, als ich das Türchen aufgemacht habe. Und hat direkt gesagt, boah, die riecht aber gut. Ich finde, sie riecht nach Marzipan, nach Mandeln. Und sie fühlt sich ganz toll an. Die macht samtig weiche Haut und zieht super schnell ein. Und danach hat man aber immer noch dieses weiche Gefühl. Naja, aus alt kann es nicht neu machen, aber das ist ja egal. Darauf kommt es ja nicht an. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Und da überlege ich auch ernsthaft, ob ich mir davon vielleicht mal eine große Packung kaufen sollte. Ja. So, kommen wir zum ATC Adventskalender. Diese Karte ist von Sabrina. Oh, ach, wie niedlich. Richtig süß. Guck mal, die Knöpfe. Wie putzig. Ich habe mir tatsächlich just solche Schneemänner-Stempel gekauft und bin gespannt, wenn sie ankommen. Dann wird es natürlich schon zu spät sein, aber es ist egal. Da habe ich richtig Bock drauf, damit nämlich auch ATCs zu machen. Das passt also tatsächlich jetzt gerade wie Faust aufs Auge. Sehr schön. Ganz, ganz putzig. Zucker. Einfach Zucker. Verzeihung. Kommen wir zum Kreativ-Bunt-Adventskalender. Diesmal sind es keine Sticker. Es hat eine komische Form. Ich habe keine Idee, was es sein könnte. Ich lache mich ja total tot, wenn das jetzt Sticker sind, ne? Ja, sorry. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht entdeckt. Ansonsten mache ich da einen Spoiler rein. Genau, eine Triggerwarnung. Also ich zeige es jetzt nochmal. Es sind Spinnen. Achtung jetzt. Da so ganz kleine Metallanhänger, Spinnen und zwei dicke Fledermäuse sind da drin. Cool. Die Fledermäuse sind ja mal mega. Kann man die denn auch aufhängen? Jetzt könnt ihr gucken. Sie sind wieder weg. Ich hole mal eben so eine Fledermaus raus. Ne, die hat keinen Aufhänger, die muss ich aufkleben. Richtig cool. Ich lege sie jetzt auch extra falsch rum hin für alle, die Angst oder Panik vor Spinnen haben. Dann kommen wir zum Bastelkalender. Dieses Mal von der lieben Käthe zum Thema Blumen. Ich bin sehr gespannt. Das Washi-Tape finde ich auf jeden Fall total süß. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das vielleicht retten kann. Das andere klebt hier auch noch. Oh, sagt's und zerreißt's. Das ist so typisch. Ja, es ist nicht schlimm, dass da Papier dran hängen bleibt. Das Zeug klebt ja sonst. Also es klebt erstaunlich gut. Ich bin so überrascht. Aber Washi generell klebt ja nie gut. Und da mache ich immer Flüssigkleber mit drunter. Guck mal, wie putzig. Finde ich richtig gut. So, schwuppdiwupp. Kartoffelsupp. Na, woher kommt das? Wisst ihr es noch? Wer es weiß, schreibt es mir drunter. Schwuppdiwupp Kartoffelsupp. Wer hat das gesagt? Jetzt schreibt nicht drunter, ich habe das gesagt. Das zählt nicht. So, Käthe, Blumen. Oh, das Papier ist ja cool. Das Papier ist schon mal super. Und das Band ist auch schön. Eine dicke, fette. Jetzt habe ich vergessen, wie die heißen. Ich sage jetzt mal Fächermappe. Wie heißt es denn nochmal? Es hat einen Namen und ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt.
Das Band finde ich schön. Okay. Oh, cool. Oh, schön. Okay, von hinten nach vorne. Erstmal Papier. Das ist bestimmt, wie heißt es denn jetzt? Lavendel. Okay, es ist leider jetzt nicht so meins, ist aber nicht schlimm. Das finde ich sehr schön. Das finde ich richtig schön. War ich überhaupt im Bild? Ich zeige es euch nochmal, falls ich nicht im Bild war. So. So, das finde ich sehr schön. Das finde ich richtig schön. Oh, das ist der Oberhammer. Das ist super schön. Das auch. Ich liebe Lavendel. Ja, mit dem Papier weiß ich nichts anzufangen. Mal gucken, was ich damit mache. Das ist wieder richtig schön. Das ist auch schön. Das nicht. Darf auch mal sein. Manchmal fällt mir schwer, das zu sagen. Ich versuche immer ehrlich zu bleiben. Stoffstücke. Cool. Ich hatte mal ein Kleid, das sah so ähnlich aus. Aber die Blumen waren größer. Das finde ich auch süß. Ach nee, eher so. So war das Kleid. Nicht ganz, aber nah dran. Schaut mal. Dreimal Stoffe mit Blumen. Finde ich auch total gut. Kann man schöne Ruffles draus machen oder tatsächlich damit auch Blumen basteln. Oder als Hintergrund benutzen, wie auch immer. Oder ich kann auch ein Wachstuch daraus machen. Genau. Ich könnte auch ein Wachstuch daraus machen. Also einfach Wachs draufkrümeln und dann einbügeln, so in der Größe. Und dann kann man das nämlich zum Beispiel auch für das Schulbrot nehmen. Und dann das Schulbrot in Wachstuch einrollen, anstatt es in einer Plastikdose aufzubewahren beispielsweise. Kann man machen, muss man nicht. Ach, cool. Ich musste erstmal alleine Linsen, Verzeihung. Da, Moment, die sind richtig toll. Davon hatte ich mal ganz viele von diesen hier von, Moment, von diesen hier hatte ich mal ganz viele. Oh, ein Siegel. Wie schön. Von denen hatte ich mal ganz viele in so Gelb- und Brauntönen. Die finde ich richtig schön. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her hatte. Ich glaube, die gab es mal im Action. Da, die gehören auch noch dazu. Die sind super schön. Ich mag die voll gerne. Richtig schön. Und die hier liebe ich sowieso. Auch wenn man nie genau weiß, wie man die anbringen soll. Also ich meine, hier ist ja so ein Klebeding drunter. Aber so richtig gut hält es nicht. Und ich denke mir immer, wenn man sowas auf dem Cover macht oder so, dann macht man halt das schöne Röschen kaputt. Aber in einem Dingeldangel kann man die zum Beispiel auch benutzen. Und ich finde die super schön, weil die halt metallisch sind. Guck mal, was für eine geniale Farbe die haben. Die sind ganz toll. Mega. Hier haben wir noch zwei so. Ach, so ist besser. Oh, cool, mit Gold. So ist viel besser. Mein Mann heult nebenan. Da, jetzt seht ihr es. Oh, sind die schön. Die habe ich schon ganz oft in diversen Geschäften gesehen und habe mich aber nie getraut, die zu kaufen, weil man die halt nicht genau ansehen konnte. Und jetzt finde ich die so schön, dass ich mich ärgere, dass ich sie noch nicht selber gekauft habe. Super schön. Vielen Dank, dass du mir welche abgegeben hast. Warte. Oh ja, das mag ich auch. Die-Cuts sind auch richtig schön. Und Washi. Was? Earth? Earth laughs in flowers. Die Erde lacht in Blumen. Cooler Spruch. Das finde ich auch richtig schön. Das ist so gar nicht meins. Wobei, das kann man schön für den Winter nehmen, ne? Weil die Blümchen sehen nämlich aus wie Schneeflocken. Doch, das finde ich doch schön. Und dann haben wir hier noch so ein ganz florales, so ein ganz buntes mit bunten Blümchen. Cool. Auf jeden Fall. Ich finde die Idee von Washi-Samples sowieso total gut. Wie viele schöne Washi-Samples ich schon bekommen habe. Das macht echt Spaß, die so untereinander zu tauschen. Okay. Guck mal, da ist ein Anti-Klebeding abgegangen. Ach, guck, mit den Siegel habe ich schon gespoilert. Ah, nein, die kleben fest.
Eins klebt fest. Warum klebst du fest? Das wollte nicht los. Das ist richtig schön. Einen richtig coolen Stempel hast du da. Boah, und guck mal, wie viele sie mir gemacht hat. Heißwachs ist das, glaube ich, ne? Es fühlt sich so an. Ja, das geht richtig gut mit Heißwachs. Und gerade bei diesen ganz kleinen Klebepistolen gibt es ja auch diese Sticks mit dem Glitter drin. Hier, das hier ist zum Beispiel so eins. Super schön. Okay, das Orange ist jetzt nicht so meins, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, das finde ich ganz toll. Das und das und das und das. Und das rosafarbene und das blaue. Ja, die Orangen sind nicht meins. Aber guck mal, wie viele. Die sind so toll. Ja, doch, doch. Das ist Wachs aus der Heißklebepistole. Finde ich total gut. Habe ich auch für mich entdeckt. Mit Siegelwachsen mache ich das trotzdem auch noch gerne, einfach weil es da noch so viele mehr schöne Farben gibt. Aber kann man echt gut machen. Also, ich meine, das ist ja auch ein teures Hobby, ne? Mit Siegelwachsen. So, und dann haben wir hier noch richtig schöne Rosen. Oh, warte mal. Da muss ich mal eben den Draht ein bisschen zurückziehen. Sonst piekse ich mir mit dem in die Hand. So. Oh. Ist nicht schlimm. Hat keiner gesehen. Und wehe, einer von euch behauptet, ich habe das doch gesehen. Nein, hast du nicht. So. Zwei rote Rosen. Hier sind so, ich weiß nicht, wie sie heißen, aber drei Blümchen. Hier eine Blume mit einer dicken, fetten Perle in der Mitte und dann hier nochmal so ein ganz kleines Röschen, nehme ich an. Ich bin wieder nicht im Bild. So. Ja, damit kann ich immer was anfangen. Papierblumen sind einfach toll. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber es war eine grandiose Idee. Vielen lieben Dank, Käthe. Ich finde übrigens deinen Namen mega toll, wollte ich dir immer schon mal sagen. Das ist eine schöne Überraschung zum Thema Blumen. Als Adventskalendertürchen. Ich danke dir, ich finde es ganz toll. Jetzt kommen wir zum letzten Türchen. Und zwar das von der lieben Nina. Ist auch ein schönes Schild, ne? Hab ich alle aufbewahrt. Kriegst du nächstes Jahr zurück, haha. Mal gucken. Wahrscheinlich habe ich es bis nächstes Jahr vergessen. Dass ich mir die aufbewahrt habe, meine ich. Okay. Nein, das ist egal. Mir macht das nichts aus. Für die, die jetzt die Augen rollen und rumstöhnen. Thank you. Okay. Oh, wie schön. Wir haben ein paar schöne Blätter. Oh, da darf ich noch gar nicht hingucken. Das ist so schön. Dreimal tief durchatmen. So, nicht hingucken, Marek. Warte, ich mach's wieder zu. Sonst kann ich da nicht hingucken. Also, ihr wisst schon. Ist das Ahorn? Ja, ne? Ahornblätter. Oh, guck mal, dieses Dunkelrot. Voll schön. Super cool. Jetzt muss ich hingucken. Oh, guckt euch mal diese Schatztruhe an. Oh mein Gott. Okay. Ich muss jetzt erst da reingucken. Hier sind ganz tolle Washi-Sticker. Nein, das stimmt ja gar nicht. Was erzähle ich denn? Die hast du selber gemacht. Ich finde den Aufkleber gut. 100% handgemacht. Weil wäre der jetzt nicht drauf gewesen, hätte ich es gar nicht geschnallt, dass du die selber gemacht hast. So, jetzt muss ich gucken, wie du die gemacht hast. Sie hat Blumen getrocknet. Oh nein. Das ist doch ein vierblättriges Kleeblatt gewesen, oder? Da, das ist ein Vergissmeinnicht vielleicht, eventuell. Ach, oder hier, sag schnell, wie heißen sie? Hydrangea. Ich vergesse den Namen immer. Aber womit hast du das gemacht? Es ist auf jeden Fall irgendwas mit einem Washi als Unterlage und oben ist eine selbstklebende Folie drauf und dann kannst du die Blume dazwischen legen und babst es runter und dann hast du quasi einen Washi-Sticker gemacht. Wie cool ist das denn? Ich möchte gerne von dir wissen, was das ist. Also nicht die Blume, sondern womit du das gemacht hast. Die sind total schön. Guckt euch das mal an. Darf ich die, wenn ich die noch ein bisschen knapper abschneide, geht das nicht auf, ne? Weil das ist ja, genau, wenn ich, ja,
Ja, das geht doch. Sieht man ja, dass es geklebt ist. Da kann man ja mit dem Daumen auch nochmal andrücken. Die sind so schön. Guckt mal. Hattest du dieses Papier noch übrig und hast du quasi einfach nur Paketkleber genommen und hast dann, oder ist das ein Backpapier? Das ist doch bestimmt ein beschichtetes Backpapier. Also, ich vermute, du hast Pflanzen getrocknet, hast Paketkleber genommen, hast die Pflanze auf den Tisch gelegt, den Paketkleber drauf, so, ne, wieder abgelöst und hast dann auf der Rückseite ein beschichtetes, Backpapier genommen und das auf die Klebefläche getan. Und so kann ich das nämlich dann richtig aufkleben. Da sieht man es nämlich, dass man es ablösen kann. Und da nicht, da muss ich erst fummeln. Cool. Super tolle Idee. Da bin ich echt richtig neidisch drauf. Das ist total cool. Wie kommst du auf so eine Idee? Ich habe die dann immer, wenn ich sie aufkleben wollte, meine Pflanzen, dann habe ich die immer 1000 Stunden lang hier mit Mod Podge und keine Ahnung, Serviettenkleber bestrichen und Ewigkeiten gewartet, bis es getrocknet ist. Aber so ist ja mega. Die sind toll. Richtig toll. Total klasse. Was für eine super Idee. So einfach manchmal, ne? Okay. Danke. Okay. Oh wei, sie hat ganz viel gebamselt. Guck mal, das sind auch wieder so ganz schlicht und total effektiv. Das kannst du alles an so einem Buch dran bamseln, weil das einfach auch nicht so schwer ist, ne? Machst du an der Buchseite, machst du so eine Buchecke dran, die so nach außen rausschaut, wie so ein Label, so ein, ach Mensch, wie heißen die denn? Naja, wenn du halt eine Buchseite hast, nimmst du sowas Geklebtes so, und dann ist die Buchseite so, und dann guckt das Fähnchen noch so raus. So, und da dran kannst du dann zum Beispiel so ein Gebamse machen. Ups. Finde ich total niedlich. Guck mal, sind in ganz vielen Farben gemacht. Das ist schon richtig schwer hier. Oder aber ich mache sie einfach einzeln ab und hänge sie mir dann ans Journal. Schöne Farben. Richtig schöne Farben. Da ist noch einer. Oh, guck mal, der hat auch noch, oh, dicke, fette Schlüssel mit dran. Jetzt sieht man die Lieder dann nicht mehr. Nee, komm raus da. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, Mareike? Super schön. So, und jetzt kommt der Oberhammer. Sie hat mir ein Monstera-Blatt gegossen. Das finde ich so abgefahren, das Teil, dass ich mir das auf jeden Fall abmachen muss und mir daraus eine eigene Form gießen muss. Weil das ist ja mal richtig schön. Guckt euch das mal an. Toll, oder? Und dann hier noch so ein paar Perlen mit dran und hier ist noch mal ein Blatt. Und da noch eins. Das finde ich richtig cool. Das ist doch ein tolles Gebamsel für das Journal. Ja. Oh, das fühlt sich so gut an. Ich habe so lange nicht mehr gegossen. Ich will unbedingt mal wieder gießen. Und jetzt lila. Und guck mal, der Pummel da. Da ist ein Blatt, da ist eine Eule, ein Baum und noch eine Eule. Oh, und noch so ein schöner Baum. Und dann diese wunderschönen Perlen. Oh, die sind cool. Und die ist auch cool. Ich mag es total gerne, wie Perlen sich anfühlen, wenn man so einen tollen Chunky Charm macht. Einfach klasse. Boah, da hast du dich aber echt dran gesetzt, ne? Vor allen Dingen hier mit den Rocaille-Perlen.
Da warst du aber beschäftigt, mein lieber Scholli. Super cool. Ich freue mich total über das Türchen. Oh, der ist auch so schön. Guck mal, von der Rückseite glänzt der auch richtig toll, ne? Von vorne ist er matt. Er vor allem. Das er, der Blatt. Das Blatt. Ich überlege gerade, ob ich den vielleicht von vorne lackieren soll, damit der, schon wieder der, damit das Blatt vorne auch so schön glitzert. Da guck mal, wie der, von hinten sieht man es richtig funkeln. Guck, da ist es auch gedomt, ne? Ja. Oder? Nee, hast du nicht gedummt. Ist einfach so gut geworden. Ach, schön. Einfach schön. Yes. Oh, mega cool. Und dann hat sie noch was. With love. Oh, ich sehe schon wieder. Du hast schon wieder. Sie hat es schon wieder getan. Meine Güte, du musst doch wochenlang zu Hause gesessen haben oder auf der Arbeit gesessen haben und beengt haben. Die ganzen Ränder. Oh, ist der schön. Oh, wie cool. Zwei Bären unter sich. Oh, sind die toll. Mega schön. Oh, und Pilzkarten, ne? Den habe ich schon in echt gesehen. Der sieht total abgefahren aus. Anfangs ist der ganz klein, dann wird er ganz groß und hat den Schirm bis da unten. Und dann rollt sich der Schirm von da unten so nach oben und tropft schwarz. Sieht total abgefahren aus und sieht auch aus, als ob es nicht lecker ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein leckerer Pilz ist. Bestimmt ist der tödlich. Aber er sieht so cool aus. Wie hast du das gemacht? Hast du das ausgedruckt und auf Kraftpapier hinterher geklebt? Oder hast du das auf Kraftpapier ausgedruckt? Dann frage ich mich, wo hast du weiße Tinte her? Nee, das hast du so. Total schön. Oh, ich würde so gerne Pilze suchen und zubereiten. Also halt, ja, das kann jeder. Genau einmal. Ich würde es gern können. Ich finde das so toll. Total klasse. Großartig. Danke, liebe Nina. Ich hoffe, mein Türchen hat dir auch gefallen, wenn ich mal wüsste, was ich dir reingelegt habe. Letztes Jahr hatte ich mir das alles aufgeschrieben, dieses Jahr habe ich das nicht gemacht. Danke für das schöne Türchen und wir sehen uns morgen beim 13. Türchen. Ist doch morgen der 13., oder? War das jetzt der 12.? Ist heute der 12.? Oh, ich bin total durcheinander. Heute ist der 12., ich bin mir sicher. Wir sehen uns morgen. Lasst euch nicht unterkriegen. Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss.